nicht zu dir. Was ist das? Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Das war falsch. Jetzt habe ich wieder alles gedrückt, was ich nicht drücken wollte, und habe dann noch Kate am Ende losgeschickt. Perfekt. Wir machen besser schnell. Ja, ja, das hatte ich vor. Geschenkt. Keine Blumen. Was zum Teufel? Ich hab was abzuliefern. Oh, das hat wieder zu lange gedauert. Ich komme gerade mit der Tastenbelegung nicht hin. Ich habe gerade ewig lang versucht, die richtigen Tasten zu finden, aber es funktioniert so gar nicht. Wir machen besser schnell. Willst du mithelfen? Jetzt aber, jetzt hat es funktioniert, weil es nämlich der Poncho sich da wieder muckt. Poncho sei schon der Typ da, aber den kann ich doch jetzt mir holen, warte mal. Verdammt Zeit. Schmerzlos. So, danke für nichts, mein Freund. Weil ich glaube, der wurde vorher hier gesehen. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber jetzt ist er weg. Verdammt Zeit. Jetzt. Und ja, das habe ich jetzt auch gebraucht. Wunderbar. Damit das Ding geknackt. So, und der schaut hier gerade aus. Aber der wird hier oben gesehen, oder? Na? Rechte Maustaste, willst du funktionieren? Verdammt. Muss irgendwie, oder wobei kann ich da hinten vielleicht erstmal den Rest da wegräumen? Das wäre vielleicht möglich. Auf geht's, Amigo. Isabel, komm du mal zu mir. Den dürfte niemand sehen, das heißt, ich werde mich mal um ihn kümmern. Geh mit. Was ist denn in dich gefahren? Was ich mache. Sonst bist du doch nicht so streng. Lass euch den armen Kollegen sich mal ausruhen. Der Hund läuft hier Patrouille. Das ist so semi-gut. Wir schauen, dass der mich nicht erschnüffelt. Na komm her. Beruhig dich. Das tun wir mal weg. Beeilen wir uns. Du kannst ja hier alles sehen, sagst du? Kein Mucks. Das Problem ist, warte mal, das so bringt es gar nichts, weil du siehst ja hier alle. Also alle, die hier rumlaufen, das heißt, du musst das mal von dir wieder abnehmen. Na, du stehst ein bisschen ungünstig an der Stelle. Lass mich mal hier in Ruhe. Oh, mir fällt was ein. Wo ich sagen muss, dass du mir vielleicht etwas leid um den armen Hund. Na okay, dann müssen wir warten, bis er wieder da ist. Oder auch nicht. Wir pfeifen einmal. Wir spulen einmal vor. Das Vorspulen ist immer noch, also es ist zwar nicht notwendig, aber es ist immer noch ein sehr schönes Feature an der Stelle. Ja, schau doch mal nach. Wieso bist denn jetzt du da hinten, der meint, das sehen zu müssen? Achso, weil ihr da gerade reinläuft. Aber okay, dann gehe ich einmal zurück, dass mich da unten nichts sieht. Und während der sich umdreht, pfeife ich hier nochmal. Und dann flitzt der Hund da nochmal rein. Ach nee, warte mal, da ist das Problem, dass der das auch noch sieht, oder? Ach nee, er das sieht gerade, also er sieht das gerade zu nichts, das habe ich natürlich geplant. Dann habe ich dich. Achso, ja, genau, deswegen wollte ich ja eigentlich weitermachen. Ich habe schon gedacht, warum hole ich nicht den? Aber ich habe schon wieder das Problem mit dem Kurzzeitgedächtnis. Wieso können wir den hier nicht weiter? Weil das ja die hier noch sehen. Beruhig dich, mein Freund. Augen auf. Ich bräuchte jetzt Hector hier unten, der ihn da rumschickt, damit ich. Kann jetzt mit Hector wieder zurückrennen, ist jetzt die Frage, weil ich wollte jetzt hier einfach hinten rum, wollte den da ins Gebüsch reinziehen oder hier hinten rum. Das müssen wir wahrscheinlich auch machen. Hector, komm mal zurück. Aber warte mal, ich kann aber auch, solange. Ach nee, solange der hier. Müsste warten, bis der auf dem Rückweg ist, warte mal. Sobald der auf dem Rückweg. Halt, hoppala, was haben wir jetzt gemacht? Nochmal drehen bitte, vielen Dank. Nee. Genau, ihn befragen, hier die. Wir hatten zwei Verkleidungen, warte mal, wo? A war da und B war da hinten, okay. Naja, genau, du gehst zurück und du holst dir den.
Dann ist nämlich das da erledigt. So, ja, damit. Genau, und nur noch der da. Aber dazu muss ich jetzt erstmal hier rum. Und einmal darum. Und hier kann keiner hinschauen, oder? Doch, einer. Ich mach's mit Singstimme. Nur einer kann da hinschauen. Schade, ich dachte, das wäre jetzt Rätsels Lösung. Weil da haben wir immer noch die zwei. Wobei, warte mal, ich habe eine Idee. Isabelle einmal zurück. Isabelle einmal zurück. Ja, ja, beruhigt euch. Weil ich werde jetzt Folgendes machen. Ja, ja, was ist denn mit dem da oben? Kann ich da irgendwas auslösen? Irgendwas auf ihn draufwerfen oder so? Nee. Weil wir machen jetzt nämlich Folgendes. Ich schleiche mich jetzt da durch. Bis hinter ihn. Ihr zwei schaut dahin. Ed kommt mal runter. Ganz schnell. Also halbwegs schnell. Dann wartet Kate einmal da drinnen. Du bekommst dann hier die Aufgabe, das Parfüm dahin zu werfen. Und sobald du das Parfüm dahin wirfst, hoppala, habe ich vergessen, dass der da, stimmt, dass ich vorhin mit Kuba noch meine Münze dann hier werfen wollte. So, wie weit kannst du hier schauen? Okay, ich muss noch warten, bis du dich umdrehst. Du drehst dich um. Du schaust dahin. Wieso? Achso, warte mal, ich glaube, ich weiß warum, weil ich habe vergessen, hier das Ding nochmal zu setzen. Ja, genau. Kuba, du bist da. Warte mal, jetzt muss ich hier erstmal Pause drücken. Und dann gehen wir hier rüber. Oder Pause in Spee, besser gesagt. Genau, nee, das muss ich jetzt machen. Das ging so nicht. Da habe ich die Flugzeit von dem Ding vergessen. Warte mal, ich muss die ganze Zeit das Ding wieder neu setzen. Ist schon wieder. Warte mal, ist so und. Ich habe Freunde auf der anderen Seite. Nee, du nicht, sondern. Wo ist es? Unsere Kate liegt auf der 4. Dahin. Und dann Kuba zu mir. Ganz alter Trick. Zum Rasieren, Schatz. Das ist ein bisschen Blut. Das dürfte keiner gesehen haben. Wunderbar. Ihr seid hier, um Ärger zu machen, oder? Versucht am besten unauffällig zu bleiben. Den Feldern hier ist das leicht, aber wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr euch jederzeit in einem Haufen Baumwolle verstecken. Mir kommt da eine Idee. Ich verstehe, aber vielen Dank für den Hinweis. So, wer kann dich jetzt noch alles sehen? Nur du, aber du kannst da oben wieder von den anderen gesehen werden, ne? Ja, okay, okay. Also okay, finde ich das nicht, aber dann weiß ich zumindest schon mal Bescheid. Hier gibt es Munition für Kate. Augen auf. Ja, da wird da hinten immer noch gesehen. Kann ich Leute da hinten... Na gut, ich könnte jetzt Leute da hinten ins Feld eigentlich mal reinlocken. Da muss ich mit Hector nochmal ausrum. Aber die Karte schaut schon sauberer aus, mit weitaus weniger roten Punkten. Das freut mich sehr. Was zum Teufel? Geht klar, Mega. Ist irgendwas. Nein, nein, da ist nichts. Das bildest du dir ein. Das ist ein Hector. Und er kommt und holzt euch jetzt auseinander. So, hier kannst du schauen. Ich rechne damit, dass du bis hier runter schauen kannst und mir dann hier die Tour vermasseln möchtest. Genau, das heißt, ich werde die Schützin. Warte mal, hier kann doch auch jeder hingucken, oder? Mindestens einer. Schon wieder du? Was ist denn mit dir? Bist mir niemals anstrengend. Dann werde ich dich mal dahin schicken. Achso, ja, warte mal, der andere muss noch aus dem Weg. Kein Problem. Was? Nee, hallo, du musst schon hier pfeifen. Oben könnte eine längere Route laufen, guck mal. Jetzt bitte. Janka ist verlassen. Sie hat Lust auf mehr.
bereit, Bianca? Ich mach's mit Singstimme. Noch ein Stückchen. Hier drüben, zeig dich! Schau mal nach, was da los ist, wer da gepfiffen hat. Oh, der erste läuft doch gerade wieder zurück. Sehr gut. Ja, komm rein, mein Freund. Zeig mir, dass du Eier hast. Ja, immer noch drauf. Aber das ist der nächste weg. Wunderschön. Von euch zwei weiß ich schon, wie ich bekomme. Wobei weiß ich, das ist die Frage. Doch, ich glaube, ich weiß das. Das machen wir jetzt nämlich so. Pass mal auf. Und zwar... Bin zu allem bereit. Alles du kommst nichts. Hierher und Festhalten. Trittst den weg. Was gibt's? Upa, du kommst hier rüber. Das Messer reicht. Nee, falsch. Und wirfst das Messer. Wie ist der Plan? Und Hector, du könntest ihn noch da rausziehen. Ja, das könnte man hier jetzt noch so machen. Ich mach's mit Sing. Weil ich wollte eigentlich mit Isabelle hoch da eine Verknüpfung erstellen. Damit die zwei dann auf sich selber gegen. Also damit ich einen dann angreifen muss und die beiden sich dann niedermachen. Ich weiß, dass du da bist. Weil dann kann ich das hier unten nämlich anders machen. So, wenn ich jetzt hier einmal mit rechts draufklicke, rennen die dann los. Nee, okay. Damit konnte ich es löschen, alles klar. Jetzt habe ich nämlich Zeit. Ne, ich habe nicht Zeit, aber jetzt kann ich das hier mit Isabelle machen. Und zwar, beruhig dich. So und so. Langsam, meine Freunde. Kümmern wir uns ums Unkraut. Wird auch Zeit. Schön cool bleiben. Und Abfahrt. Diese Verbindenfähigkeit ist immer noch sehr schön. Gut, so. Und so. Dann Hector, kommst du mal hier runter. Langsam. Dann klatsch mit den Longcoat da oben weg, der die ganze Zeit mit sich selber redet. Und dann sprinten wir hin und hauen diesen Poncho da weg. Überraschung, mein Freund. Oh, der hat einen Brief dabei. Hat man den vorher schon gesehen? Alles klar. Ich habe gerade etwas gefunden. Sieht nach einer Art Zeichnung aus. Meinst du, das könnte wichtig sein? Machen wir es erst einmal. Kann ich mir das angucken? Nee, aber die Zeichnung könnte vielleicht dann später ein Schatz sein. Oder irgendwas anderes, wo wir diesen, entweder diesen Schatz oder einen anderen Schatz finden können. Also diesen Schatz aus der ersten Mission. Ich sollte vielleicht meine Sätze mal wieder vervollständigen. Das wäre zur Abwechslung ganz hilfreich. Weil wenn ich mir selber so zuhöre, soll ich es vielleicht doch eher lassen. Einmal frei, dann bist du weg. Wegschmeißen in die Richtung. Auf geht's, amigo. Warte mal, wenn ich mit Hector jetzt dahin laufe, kann er dann den Brief weitergeben. Also jetzt ohne Hector ärgern zu wollen, aber soweit ich das mitbekommen habe, kann er ja nicht richtig lesen. Deswegen dachte ich, na, vielleicht kriegen die anderen halt dadurch die Möglichkeit, mit ihm mal den Zettel sich anzuschauen. Ja, ich speichere doch schon. Solange hier noch keiner ist. Eins, zwei. Ich schick sie auf die andere Seite. Und Kommando zurück. Da war schon wieder einer. Es ist immer so, wenn man denkt, ach, das geht ja hier ganz schnell, dann ist ja alles andere, aber nicht schnell. Aber ich will die zwei mir mal noch holen, weil sie den einen dann zumindest. Ne, schon alle zwei. Hector, du musst doch das Ding setzen. Oh oh. Ich wollte schon sagen, da kann jetzt keiner dran vorbeilaufen. Wird auch Zeit. Ich neue Haare. Ich hab Lust auf Kaviar. Danke, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Aus irgendeinem Grund sind die... Verstanden. Der Grund seid ihr. Falls ihr auf dem Weg zu den Lagerhäusern seid, haltet Ausschau nach Ladekräne. Lasst einen Teil der Ladung auf die Wache fallen. Das habe ich vor. Vielen Dank für den Hinweis. Da habe ich leider seinen Satz etwas leise gesprochen. Ganz war. Genau, jetzt wollte er sich da auf mich draufsetzen, oder was? Frech.
nicht ganz gehört, aber danke, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Ja, du sollst was arbeiten. Nee, will ich aber nicht. Dann wird er umgebracht. Oh ja, danke, dass ihr euch darum gekümmert habt. Ja gut, passiert in den besten Haushalten, möchte man sagen. Aber das sollte da zumindest nicht passieren. So, jetzt habe ich hier noch ewig viele Sachen. Wie komme ich denn da bei euch durch? Ich meine, einige kann ich ja hier mit ein bisschen Pfeifen rumlenken. Hier sieht es ja niemand. Oder sind da oben irgendwelche Wachen? Nee. Seht euch nur die vielen Haufen an. Von hier ist es nicht weit bis zum Garten. Jetzt kommt jetzt noch ein bisschen. Er ist da. Es ist gut, dass der da gerade wegläuft. Gib her, ich will mal sehen. Ich glaube, du wirst allmählich paranoid. Das kriegt ein klarer Fall für Bianca. Sie ist bereit. Warten wir mal, bis er hier wieder auftaucht. Ich spule mal ein bisschen vor. Vielleicht ist es ein Rezept. Du weißt schon, fürs Kochen. Ich mach's mit Singstimme. Achso, das ist der nicht hört. Und vor mit dir. Den das sieht keiner, sobald der drin da geht. Okay. Pass mal auf. Sieht es hier wirklich keiner? Ja, doch, er vielleicht. Ich verstehe. Ach, warte mal, er ist der, der läuft. Ich dachte, das wäre sie da. Okay, dann sieht es doch jemand. Dann sieht es doch jemand. Hier ist irgendwo noch ein Gegner eingezeichnet. Ach, da steht er. Und hier gibt es nochmal Munition. Wie ich da bei euch reinkommen soll, ist noch ein bisschen die Frage. Dicken Fingern verlierst du es doch nur. Oha, warum werden jetzt hier die dicken Finger irgendwie schlecht gemacht? Das finde ich aber nicht gut. Machen wir so. Pass auf, ich laufe den Hector jetzt mal da außen rum. Der kann eh nicht in die Richtung schauen, wo ich hin will. Der kann da lang schauen. Los geht's. Vielleicht ist ja, vielleicht kann ich da einen in die Richtung pfeifen, wo ich ihn haben möchte. Langsam. Da ist aber was. Oder mir einen von denen einfach so wegnehmen, weil die zwei schauen sich hier an, du schaust in die Richtung. Aber ich kann hier hinten nicht pfeifen, höchstens da hinten drin vielleicht. Aber da weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Na, vielleicht hier ins Ding rein. Weil, warte mal, läufst du da? Nee, du läufst nicht aus dem Sichtfeld. Geht klar. Ich glaube, das, was ich fordere, funktioniert jetzt hier sogar nicht, dass ich mir da einen Einzelnen rauspicken kann. Aber es sind gerade noch zu viele, als dass ich mich da um... Oh, warte mal, da liegt noch einer. Wollen wir dann? Oh, bin zu allem bereit. Schau mal, wir haben da was vergessen. Schnapp dir den mal, vielen Dank. Bereit. Wohin? Ach, der wird gesehen. Wie lange müssen wir denn noch? Nein, mit deinem... Ich kann höchstens, während die halt da stehen, einmal pfeifen, damit die hier rumgelaufen kommt. Bereit, Bianca. Kein Problem. Das müssten wir ausprobieren, schauen wir mal. Ach, da sitzt hier noch einer, ganz vergessen. Nee, so geht's auch nicht. Haha, okay. Das war zu früh gespeichert. Nee, so kommen wir da schon mal nicht durch. Aber warte mal, ich kann doch hier... Du siehst den nicht, oder? Ja, natürlich siehst du den. Wie komme ich denn an euch alle hier ran, ist die Frage. Das ist ja alles gar nicht mal so einfach jetzt hier an dieser Stelle. Ich kann pfeifen, aber davon lassen die sich nicht bedingsen. Die werden hier auch gesehen. Ich müsste dich irgendwie da hinten wegbekommen. Bereit, Stella. Ach ja, ein Kätzchen habe ich auch noch. Zwei Pistolen, also ich kann auch mit mehreren Leuten schießen, das wäre natürlich auch möglich, aber ich möchte nach wie vor gerne Munition sparen. Das Problem ist, wenn ich hier pfeife und einer rennt rein, macht sofort der andere Alarm, das heißt, ich komme so schon mal da nicht hin. Es sei denn, ich habe glaube ich eine Idee. Dafür brauche ich nochmal Kate hier. Du läufst hier los, gehen wir mal darum.